Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es wieder weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar geht es heute um Brückensteuerung. Ja, wir können die Brücken hoch und runter machen. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch einfach mal los. Ja, mit diesem Befehl können wir das Ganze dann hoch und runter machen. Hier jetzt für wieder runter machen, und wenn wir das Ganze jetzt umändern wollen, dann können wir das Ganze einfach mit ab. Ja, können wir die erste Brücke hinten dann hoch machen. Und wenn wir Lust haben, haben wir auch noch eine zweite Brücke. Da können wir dann einfach die Brücke 2 wählen. Und 40 ist halt so das Maximum von der Höhe. Dann können wir die auch einfach hochziehen. Wenn wir jetzt hier so ein Schiff, so ein großes Schiff haben, können wir das Ganze so handeln. Ja, ist schon ziemlich cool gemacht. Und das gleiche können wir dann auch machen, wenn wir die runterlassen. Aber erstmal kommen wir zum KI-Verkehr. So, der checkt das natürlich nicht. Für uns Spieler ist das natürlich komplett anders, denn wir fallen dann auch ins Wasser. So, halt mal an, du Lümmel. Na, hör mal. Na, zack. Fallen wir auch runter und ja. Ja. Okay, mit dem, dann würde ich sagen, lassen wir die Brücken noch runter. Das heißt, wir machen das Ganze hier einfach auf Down. Und dann auch gleich schon Brücke 1 dann auch mit, ne? Und somit fahren die Brücken auch wieder runter. Ja, gut, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, einfach runterladen, einmal auspacken, und dann haben wir auch diesen Ordner hier. Und ja, die Installation ist ziemlich leicht. Wir gehen in den Resource Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource Ordner. Anschließend kopieren wir uns hier den Namen einmal raus und gehen dann zurück in die Server-CFG. Und hier müssen wir das Ganze jetzt nur noch starten, speichern und schließen und einmal den Server neu starten. Und somit haben wir das Skript auch erfolgreich installiert. Ja, die kompletten Commands werde ich euch natürlich auch nochmal in die Beschreibung packen. Ansonsten findet ihr das natürlich auf der Download-Seite. Gut. Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this.